Ja, hallo Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Let's Play von mir. Heute spielen wir einfach mal das Spiel New World, was jetzt ja auch vor kurzem rausgekommen ist und ziemlich viel ja, Spieler in seinen Bann zieht, sag ich mal so. Es ist gerade ein bisschen ungewohnt. Ich nehme hier gerade mit Noise Cancelling den Kopfhörern auf und höre mich selber fast gar nichts mehr. Ich glaube, ich stelle das mal im Aus. Da wird es ja wahnsinnig so. Jetzt kann ich mich auch wieder hören. Ja, New World. Das wird jetzt erstmal... Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich habe halt schon mal ein bisschen gespielt hier bis Stufe 9. Ich mache mir jetzt auch mal einen neuen Charakter, man kann sich ja noch einen zweiten machen. Und wir nehmen einfach mal hier einen Server mit, weiß nicht, Bevölkerung würde ich jetzt mal hoch mal nehmen. Was gibt's denn hier so? Das ist halt mein privater Charakter, mit dem ich schon ein bisschen gezockt habe. Wir nehmen jetzt einfach mal... was haben wir hier denn? Wir wollen ja schon hier irgendwie EU Central nehmen. Gibt's hier vielleicht irgendwas Deutsches hier? Hier, Glatzheim zum Beispiel ist, gut, das ist jetzt Mittel, aber es ist ein deutscher und englischer. Was nehmen wir denn da mal? Ich weiß nicht, ich habe ja hier, ich weiß gar nicht, Wannerheim, Vox, was das eigentlich für einer jetzt war. So landsmäßig, sage ich mal so. Weil der mit Bevölkerungsdichte hoch, den wir auswählen können. Gut, da steht jetzt nichts bei. Da sind vor allem 34 Spieler in der Warteschlange. Nee, danke. Dann nehmen wir aber hier, dann nehmen wir mal den hier, genau. Hoch, Bevölkerungsdichte hoch und hier haben wir auch einen Utgard. Ich weiß gar nicht, ob das Spieler selber erstellt haben, den Server. Ich habe gar keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir nehmen jetzt einfach mal Utgard und sagen einfach mal Welt auswählen. So, du darfst nur einen Charakter in diesem Weltset haben. Gut, das ist ja nicht so schlimm. Machen wir einfach mal verstanden. Achso, wenn Freunde von dir in einer anderen Welt spielen, kannst du nicht mit ihnen zusammenspielen. Das ist natürlich doof, aber ich weiß jetzt nicht, ja, wer von meinen Freunden jetzt überhaupt in welcher Welt spielt. Wir machen einfach mal verstanden und ich würde mal so sagen, wir legen einfach mal los und da startet auch schon das Spiel. Ja, New World, ein richtig geiles MMO, beziehungsweise ist ja auch irgendwie ein Survival Game. Es ist einfach geil, also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich noch gar nicht so viel Ahnung von dem Spiel habe, ist schon richtig geil, also... Erstmal alle hier am Saufen. Die Geschichten, die du gehört hast, erzählen nicht die ganze Wahrheit. Die Insel ist in der Tat ein legendärer Ort. Hier liegt Macht und auch Reichtum verborgen. Aber die, die vor dir gegangen sind, sind einfach verschwunden. Man hat nie mehr von ihnen gehört. Ich habe den Wahnsinn gesehen, der über die Mannschaft gekommen ist. Das war schlimmer als alles Böse, das die Welt bisher gekannt hat. Wie ich überlebt habe, weiß ich nicht. Der Inhalt dieser Kiste stammt nicht von dieser Welt. Er wird dich zu deinem Ziel führen, wo auch immer das sein mag. Dann geh, Kapitän. Plane deinen Kurs und dein Schicksal. Ich werde für die Seelen deiner Mannschaft beten. Ja, und damit haben wir uns, also ich habe jetzt mal nichts gesagt, damit man ein bisschen die Atmosphäre dieser Willkommensszene genießen kann von dem Spiel. Ja, und damit haben wir uns auf den Weg gemacht mit dem Schiff. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden, was uns diese Kiste jetzt sagen soll. Aber gut, wir ja, sind auf jeden Fall unterwegs und kleiden uns jetzt erstmal neu. Gut, Körperbau, also erstmal bin ich ein Mann und Gesicht. Ich weiß nicht, ich nehme da mal irgendwie sowas... Weiß nicht mal, wenn wir mal ein dunkles Gesicht nehmen.
Ich meine, ich bin natürlich, ich bin, was heißt natürlich, ich bin jetzt weißer, aber ich meine, gerade jetzt, wo so viel ja, Rassismus ja, im Moment so die Welt plagt, sag ich mal so, warum nicht einfach mal einen dunkleren Charakter nehmen? Ich weiß jetzt nur nicht, das sieht doch mal ganz cool aus. Ich glaube, gut, das ist nicht ganz dunkel so in dem Sinne, aber das ist jetzt auch irgendwie nicht. Gut, ich bin auch so ein bisschen farbenblind, muss ich dazu sagen. Wir lassen einfach mal dieses Gesicht. Ach, hier kann man die Hautfarbe einstellen. Wollen wir mal komplett mal irgendwie... Ich nehme mal hier diese Stufe, würde ich sagen. Sieht doch auch mal ganz nett aus. Aber gut, dann kann ich auch ein anderes Gesicht eher nehmen. Ja. Alter, was sind das für laute Geräusche? Damit war das, glaube ich, der Wind, ne? Von dem Schiff. Ganz bestimmt dieses Gesicht hier. Nee. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, ich... Dann nehme ich mal dieses hier. So, Hautfarbe haben wir ja gerade schon ausgewählt. Frisur... Ja, das ist doof, man farbenblind ist. Ich weiß nämlich jetzt nicht, was hier, was ist für eine Farbe. Ich würde einfach mal, ich glaube, das ist rot, das ist braun, keine Ahnung. Würde ich jetzt von der Farbe ja mal lassen. Aber was nehmen wir denn mal für Haare hier? Lassen wir das mal so, oder? Ja, nee, so muss das jetzt nicht unbedingt. Ich meine, ich hatte ja, also den ersten Charakter wollte ich so ein bisschen gestalten, wie ich selber aussehe, aber ist mir jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so gelungen. Man kann ja auch mal irgendwas anderes ausprobieren. Pff, ich will jetzt nicht alles hier durchklicken, ja. So viele Haare, das ist auch ein bisschen... was nehmen wir denn jetzt mal? Um Gottes Willen, ich glaube... Wollen wir es mal bei der Frisur belassen? Oh, das ist immer eine schwierige Wahl. Ich lasse mal diese Frisur hier. So, Gesichtsbehaarung. Ah, weiß ich auch nicht so ganz. Nehmen wir näher, das gefällt mir jetzt gar nicht so. ich meine, wir können natürlich jetzt alle nochmal durch. Ich glaube, ich würde die Gesichtsbehaarung einfach mal lassen. Machen wir einfach mal eine rein. Warum nicht? Augenfarbe ist jetzt auch wieder geil. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist türkis oder pink oder irgendwas. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ja, das ist blöd, wenn man so ein bisschen farbenblind ist. Also ich sehe die Farben schon, also ich sehe bunt, aber ich vertausche immer gerne die Farben, das ist immer das Ding. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier grün ist, keine Ahnung, oder gelb, ich lasse es einfach mal drin. Merkmale, jetzt kann man hier noch irgendwie Narben oder so noch ins Gesicht machen, oder irgendwelche Sommersprossen, keine Ahnung. Wir machen einfach mal, ja, so hier so ein paar, ne, Abdrücke rein. Ich weiß nicht, wie man das jetzt genau nennt. Hier kann man noch Narben auswählen. Ja, gute Frage. Mal alles durchklicken. Das sieht auch... Ich nehme das mal diese hier. Das sieht auch interessant aus. Tattoos mag ich ehrlich gesagt persönlich jetzt nicht so. Man kann natürlich noch... Ja, wobei. Hier so ein Anker, so ein Schiffsanker mal rein. Warum nicht? Lass ich jetzt einfach mal so. Und dann machen wir mal weiter. Und ich nenne mich einfach mal... Wie nenne ich mich denn mal? Baylor Josh ist bestimmt schon vergeben. Nee, natürlich nicht. Witzig. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier jetzt Namen mehrmals vergeben kann oder ob das ein Spielername sein muss, den noch niemand vorher gewählt hat. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Oder ob das einfach nur einer sein muss, der auf der Welt nicht gewählt wurde. Also Josh, weil ich halt Joshua heiße und wagemutig und keine Ahnung. So, ja, ich möchte wirklich fortfahren. Ich weiß, dass ich es nicht mehr ändern kann. Und jetzt, ja, haben wir uns ein bisschen umgekleidet. Ach du Schande, oh nein. Und da beginnt auch schon die Katastrophe. Oh nein, Leute. Das klang jetzt gar nicht gut. Haben wir es überlebt? Haben wir es überlebt? Gut, ich habe ja schon ein bisschen gespielt, ich weiß es ja schon, aber... bisschen spannend gestalten hier, das Ganze... Was passiert jetzt? Also, unser Schiff geht unter gerade, so wie es aussieht. Und da kommt die Ladeszene. So. Tja, da sehen wir es auch schon. Wir sind aus dem... Guckt euch das mal an. Ja, mit WASD bewegt, das ist klar. Wir sind hier... Ja, mit unserem Schiff, so wie es aussieht, irgendwie zerschellt und sind jetzt hier auf jeden Fall ein Überlebender und sind aus der Situation erstmal noch relativ schmerzfrei rausgekommen. So würde ich das Ganze jetzt mal benennen. Und wen haben wir denn hier?
Ah, ein Kamerad von uns scheint. Ach du Schande. So, ziehe deine Waffe mit X. Mit rechts können wir blocken. Und mit links angreifen. Siehst du wohl. Links umschalt, können wir dem Ganzen ausweichen. Das ist erstmal so eine Art Tutorial. Und schwerer Angriff, wenn man... Ach, das wusste ich gar nicht mehr. Siehst du, wenn man die linke Maustaste gedrückt hält. So, Kapitän Aldous Tore, reden. Komm näher. Dein Kapitän braucht dich. Hier stimmt etwas nicht. Ich fühle mich nicht gut. Oh nein, was ist denn passiert? Teufelssturm. Bei allen Kreisen der Hölle, was ist das? Und wo ist meine Kiste? Ich brauche meine Kiste. Hast du sie? Du freudige Landratte. Nein, ich habe deine Kiste auch nicht. Hier stimmt etwas nicht. So nah dran. Das ist ungerecht. Was passiert mit mir? Ich darf so nicht sterben. Nicht so. Und das hat ja nicht so gut geklappt. Da, weg ist er. Ja, so wie es aussieht, war es wohl einer, der auch mit auf dem Schiff war. Ich weiß nicht, ob der jetzt auf unserem Schiff mit einer war oder von irgendeinem anderen. Auf jeden Fall ist er dem Sturm auch zum Opfer gefallen. Wir haben mal seine Gegenstände genommen. Wir haben ein abgeranztes oder abgewetztes Rundschild, was wir jetzt hier anziehen können. Ich packe mir das mal rein, aber so anziehen, also dass wir es quasi tragen. Und hier haben wir einfaches Essen. Das ist schon mal sehr gut. Du erhältst eine Sekunde lang eine Gesundheit pro Sekunde. Okay, also eine Gesundheit, so wie ich das jetzt verstanden habe. So, schließ das Inventar mit Tab, iss und trink etwas, um deine Gesundheit zu regenerieren. Wir haben hier nur noch 708 von 778 Punkten. Mit 3 können wir das Ganze essen. Okay. So, jetzt erholen wir uns ein bisschen, wie man sieht. Oder sind schon wieder erholt. Was heißt das jetzt? 20 Minuten, 14 Sekunden. Hält das jetzt noch oder was? Entkomme vom Schiffsfriedhof, um deine Mannschaftskameraden zu suchen. Ja, okay, wollen wir mal gucken, ob noch irgendeiner überlebt hat. Ich hoffe es doch mal sehr. In Sprüngen kannst du Objekte überwinden. Genau, das, damit ist wahrscheinlich hier, ne, das Ding hier gemeint, dieser kleine Fluss. Und dann, weiß nicht, hier vielleicht auch mal rauf. Nee, hier geht das scheinbar nicht. Aber ich habe doch gerade hier gesehen, was haben wir denn hier? Kampf. Oh, und schon geht's in den Kampf rein. Ertrunkener Matrose. Da war ein ertrunkener Matrose. Okay, wir haben ihn besiegt auf jeden Fall. Entkommen vom Schiffsfriedhof. Ja gut, ich weiß nicht, wo wir jetzt nochmal lang gehen müssen. Aber so wie es aussieht, sind das halt alles Zombies, ja, die auch dem Ganzen zum Opfer gefallen sind. Warum greift er eigentlich gar nicht an? Oh, jetzt hat er uns auch einen kleinen Schlag hier gegeben. Okay, gut, dann rennen wir mal wieder weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wie man jetzt noch rennt. Wir können uns so ein bisschen, ja, hier entlang, ne? Wie sich das so mal nennt? Ertrunkener Matrose? Macht der eigentlich? Ja, er tut doch was. So, ich will mal ausweichen. Okay, und? Siehste, den haben wir auch platt gekriegt. Aber wo muss ich denn jetzt nochmal? Schwinge dich rasch über Objekte, Leertaste und W. Ach, okay, super. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, hier einmal runter, glaube ich. Da ist noch einer. Oh Mann, wie viele Zombies sind denn hier? Ich nenne die jetzt einfach mal Zombies, die ertrunkenen Matrosen. Schweren Angriff. Zack, siehst du wohl. Das hast du dir aber wohl so gedacht. Guck mal, Schwert und Schild 2. Kampfausrüstung kaufen? Nee, nur auf Aufrüstung kaufen. Okay. Schwert und Schild. Waffenmeisterschaft. Klicke das Schwert an, um den Meisterschaftsbaum für Schwerter zu öffnen. Ach, genau. Ja, wir haben nämlich jetzt hier einen Punkt bekommen. Oder einen Meisterschaftspunkt bekommen. Und können ihm jetzt dem Schwert zuweisen, so wie ich das verstanden habe, wie eine Fertigkeit, genau, beziehungsweise Fertigkeiten zuweisen. Wir können jetzt ja erstmal nur hier oben die Wirbelklinge auswählen. Verursacht 145% Waffenschaden bei Gegnern im Umkreis von 2 Metern. Ich weiß mal den Punkt so. Und das heißt, wir haben nämlich jetzt die Fähigkeit Wirbel... Wie nennt sich das jetzt noch? Wirbelklinge, genau. Hat eine Abklingzeit von 15 Sekunden. Und wir können einfach, wenn wir Q drücken, können wir diese, ja, diese, ja... Nennt sich das jetzt Fähigkeit einsetzen. So, jetzt ist die Frage, wo wir jetzt lang gehen müssen. Auf jeden Fall, ich finde die Grafik so hammergeil. Das ist einfach nur mega. Begib dich an eine höher gelegene Stelle, um die Gegend besser überblicken zu können. Also hier entlang. Ich finde die Grafik so geil. Und ich hoffe mal, dass es flüssig läuft. Automatisch rennen. Durch automatisches Rennen kannst du schnell rennen und Hindernisse automatisch überwinden. Was ist das für eine Taste jetzt hier? Muss ich... hallo? Ich weiß nicht, welche... Warte mal, Das ist doch eigentlich hier bei der Raute oder Hashtag-Taste, dieses Zeichen, oder nicht? Oh Gott, das ist jetzt richtig peinlich. Ich glaube, das habe ich auch... Ach so, jetzt... Ja, okay, ich habe die Taste gefunden, Oh Gott, Blamage. Blamage hoch 10. So,
Mega krass. Bevor wir hier ganz hoch gehen, erstmal vorweg, falls es ruckeln sollte, dann liegt es daran, mein Gaming-PC, ich habe mir den ja, weil ich mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir nicht zugetraut, die Wasserkühlung einzubauen, deswegen habe ich mir den damals von Mindfactory zusammenbauen lassen. Jetzt ist aber ständig der RAM kaputt, die CPU-Lampe leuchtet am Mainboard, ich habe den jetzt halt eingeschickt und habe halt jetzt mein Gaming-Notebook hier mit RTX 2060. Notebook-Grafikkarten sind ja sowieso nicht so stark wie die Desktop-Grafikkarten und es könnte sein, gerade auch weil ich auf Windows 11 abgedatet habe und einen Ryzen-Prozessor in dem Notebook verbaut habe, dass das ja performancemäßig nicht ganz so gut läuft, aber noch sieht es ja gut aus. Ich habe die höchste Einstellung aktiviert, kann ich euch ja nochmal kurz zeigen hier. Grafik. Ich habe das auf zumindest sehr hoch alles hier eingestellt. Vollbild, gut, ich habe halt nur früher den Bildschirm jetzt angeschlossen. Aber noch sieht das gut aus. Nur so zur Info, dass sich keiner wundert, falls es ruckeln sollte. So, krass. Und hier sind wir also gestrandet in der New World. Mega, also ich wirklich, es ist einfach nur geil. So, einziger Überlebender. Wir sind also der Einzige, der hier auf unserem Schiff überlebt hat. Diesen Megasturm. Sehr schade, aber ja, wir haben immerhin überlebt. Das ist sehr gut. Steige in die Grotte hinab, um herauszufinden, wo der Rauch kommt. Gut, wir sehen hier, Rauch steigt auf. Oh Gott, wo kommt der denn her? Hier können wir absteigen, die Grotte. Das ist einfach nur, ich... Boah, diese Grafik, Alter, das ist so geil. Vor allem, ich habe noch nie so wirklich MMOs gezockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Was haben wir denn hier? So ein kleines Leuchtfeuer da, oder wie auch immer man das nennen mag. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das jetzt hier? Wir steigen einfach mal ab in diesen komischen Sumpf hier. Alter Schwede. Oh, um Gottes Willen. Da haben wir doch keine Chance gegen. Ich habe jetzt mal diesen... Jetzt kenne ich das Geheimnis der Insel. Jetzt kenne ich meine wahre Macht. Hey, ich wollte doch mal gedrückt halten gerade. Oh Gott, was ist der denn? Oh, hä? Haben wir das jetzt echt geschafft? Ist klar, mit dem Schild mal eben seinen Angriff abwehren. Ja gut. Also... Das ist ja, ich weiß gar nicht, ob der jetzt auch irgendwie hier einer von so einem Zombie war, keine Ahnung. Muss mich ehrlich gesagt ein bisschen lubig anstellen. Ich habe, wie gesagt, auch noch gar nicht so viel gezockt. Level 9 oder was bin ich halt mit meinem alten Charakter oder mit meinem ersten Charakter. Ich muss mal eben was trinken kurz hier. So. Es kann auch sein, dass man jetzt Rauschen im Hintergrund hört. Das ist der Lüfter von dem Laptop. Das ist einfach nur scheiße, wie das Ding hier pustet. Ich hoffe, dass mein PC bald wieder da ist. Weil da habe ich die Probleme natürlich jetzt überhaupt nicht mit. So. Also, da ist einer auf Stufe 60. Krass. Ich dachte, hier sind eigentlich immer nur die Spieler, die auch alle so am Anfang sind. Untersuche den Wachturm. Okay, wir können hier oben... Ich mach mal eben kurz... Wie kommt man denn da jetzt... Schade, ich wollte eigentlich die Maus bewegen. Man sieht oben diese 1. Wenn wir uns jetzt hier sehen wir jetzt den Wachturm oben in dieser Leiste, dass da noch 63 Meter entfernt sind, ist. So können wir uns orientieren. Man kann auch mit M die Karte öffnen. Hier sehen wir auch. Wir gucken gerade auch auf den Wachturm drauf. Das ist jetzt unser nächstes Ziel. Ich gehe einfach mal hin zum Wachturm und mal gucken, was uns da denn so erwartet. Wir sehen unten links, wir sind Stufe 1. Ja, also das ist so einfach noch. Guck mal, hier ist auch einer, der neu anfängt auf Stufe 1. So, was haben wir denn hier? Sprich mit Tahir Feilt. Oder wie auch immer man den Namen ausspricht. Gut, das ist der hier, dieser Typ hier. Einfach mal reden. Du siehst mir nicht nach einem Ertrunkenen aus. Nee, bin ich auch nicht. Aber in dir steckt noch Leben. Du warst bei dem Sturm auf einem Schiff, oder? Großes Glück, noch am Leben zu sein. Aber so ist die Magie hier nun einmal. Eternum? Heißt dieser Ort so? Allerdings. Und hier werden wir auch bleiben. Auf dieser Insel ist der Tod fast machtlos. Aber man kann sie eigentlich nicht verlassen. Ich bin Wächter Tahir Fayet aus der nahegelegenen Siedlung Windhals. Ja, ich bin der Vader Josh natürlich. Was hast du denn gedacht? Schön, dich kennenzulernen. Vader Josh. Deine Not mag zwar groß sein, aber so ist es uns bei unserer Ankunft fast allen. So, wir kriegen jetzt, ach, wir haben jetzt die Aufgabe, oder was kann ich, Belohnung für Abschluss der Aufgabe sind Stiefel des Duellanten, meine Güte, gleich das Schuhwerk gewöhnlich, sind wir ein bisschen besser geschützt, ich weiß nur gar nicht, kriegen wir das jetzt schon, oder ist das für die nächste, ach, haben wir jetzt gekriegt, weil wir die Aufgabe abgeschlossen haben, okay. Der Sturm, der dein Schiff versenkte, entstammt der unnatürlichen Kraft der Verderbnis. Sie umgibt die Insel, zerstört Schiffe und tötet die Besatzung.
Ach, das heißt, gut, das habe ich erst noch gar nicht verstanden. Das heißt, hier um diese Insel herum passieren halt öfter solche Dinge, dass, Schiffe, ja, quasi zerstört werden durch so einen Sturm. Also das heißt, dieser Sturm ist durch die unnatürliche Kraft, ja, die sie Verderbnis nennen, entstanden. Okay, interessant. Was ist denn jetzt mit der Mannschaft eigentlich passiert? Ich bin ja irgendwie der Einzige, der überlebt hat. Tja, weißt du, du bist wohl gestorben und unversehrt wieder auferstanden. Der Rest deiner Mannschaft kehrte ohne Seele zurück. Sie wandern jetzt als rastlose Ertrunkene am Strand. Kann man ihnen irgendwie noch helfen, oder? Ja, das Gnädigste, was wir für sie tun können, ist, sie zur Ruhe zu bringen. Das ist einer der Gründe, weshalb ich hier bin. Aber es wäre besser, wenn du das tust. Ich muss hier bleiben, um andere wie dich in Empfang zu nehmen. Das machen wir natürlich, dann kriegen wir auch eine Rose des Du erlanden. Das heißt, wir müssen jetzt die, ja, Zombies, also unsere Kameraden, die jetzt als Zombies rumlaufen, müssen wir halt jetzt killen, damit sie endgültig der Ruhe, ja, wie auch immer man das jetzt nennt, besiege drei Ertrunkene und untersuche das auf der Karte markierte Schiffswrack. Okay, es gibt nämlich viele verschiedene Schiffswracks. Da habe ich nämlich auch einen Fehler gemacht. Kann man Feuerstein? Genau, wir können ja auch Items übrigens aufnehmen. Das ist ja auch so ein bisschen Survival-mäßig. Ich habe nämlich den Fehler gemacht mit meinem ersten Charakter. Ich wusste nicht, dass man zu einem bestimmten Schiffswrack gehen muss. Ich bin zu irgendwelchen gegangen, habe mich die ganze Zeit gewundert, warum ist die Aufgabe denn nie fertig? Untersuche das auf der Karte markierte. Heißt ja auch das auf der Karte markierte Schiffswrack. Ich gehe jetzt einfach mal genau zu dem, was hier markiert ist, das Schiffswrack da hinten. Das ist wahrscheinlich dann unseres, ne? Vermutlich mal. Von unserem Schiff. Wir laufen hier durchs Wasser durch. Ich bin Jesus. Ich laufe übers Wasser. So. Also, das haben wir hier schon abgeschlossen. Jetzt sollen wir drei... Oh Gott, da ist ja schon einer. Auf Level 2 ist er schon. Stufe 2. So. Den haben wir schon mal gekillt. Einen haben wir besiegt. Dann gucken wir mal. Da ist noch einer. Von hinten überraschen. So, du konntest uns gar nichts anhaben. Und ihn hier nehmen wir auch nochmal mit. Oh, da ist er noch. Ich hab's doch gehört, dass da noch einer ist. Oh Gott. Gleich noch ein besiegt. Gleich 4 Stück. Aber ich glaube, Busch. Achso, da kriegen wir Holz übrigens draus. Und dann Büsche da ab Holz. Ich glaube. Was wollte ich jetzt sagen? Ich glaube, wir kriegen halt auch Punkte. Wir steigen im Level auf, wenn wir hier, die unsere Freunde besiegen. Denn ich guck mal gerade. Einfach mal kurz gucken, wenn wir ihn jetzt hier nicht platt machen. Wir haben nämlich jetzt 11 EP dazu bekommen. Also das heißt, wenn je mehr wir hier besiegen, desto schneller steigen wir im Level auf. Ist, glaube ich, von Anfang gerade mal gar nicht so verkehrt. Sprich mit Tahir Fayed. Das heißt, wir müssen gleich wieder zurückgehen. Aber ich wollte mal kurz gucken. Irgendwas habe ich doch gerade hier noch gesehen. Oh Gott, jetzt ruckelt das echt so doll. Vielleicht soll ich die Grafik runterstellen. Ist halt doof, wenn man jetzt hier auf dem Notebook zockt mit 2060 nur. Vorratsversteck. Okay, wir haben ein Vorratsversteck gefunden. Und haben hier einen schwachen Trank der Gesundheit, alter Schiffszwieback und Patronen gefunden. Spawnt er hier einfach. Oh Gott, ey, du hast mich aber verjagt jetzt hier. Okay, wir gehen mal zurück wieder, denn wir müssen ja die nächste Aufgabe abschließen. Und zwar, oh, dabei wieder einer. Ich hoffe, der kommt uns jetzt nicht hinterher hier. Weiß gar nicht. Wie kann man eigentlich irgendwie nach hinten gucken? Der kommt uns echt hinterher. Okay, das hast du so gewollt. Ne? Mein alter Freund, haben wir dich auch besiegt. So, dann gehen wir mal zurück zu dem Wachturm, wo hier unser Tahir Fayed steht und gucken mal, was er nun als nächste Aufgabe für uns parat hat. So, wir reden mit ihm. Ich hoffe, das war nicht zu schwierig. Nö, war es nicht. Wir haben so ihre Probleme im Kampf gegen die Seelenlosen. Sie erinnern uns an das Schicksal, das uns auf dieser Insel ereilen kann. Ja, ich habe gerade mal wieder was getrunken, so vollen Durst hier. So, wir bekommen jetzt die Hose des Dudlanden. Ach, wir sollten vielleicht die auch mal gleich mal anlegen, die Ausrüstung. Und 200 XP bekommen wir, oder EP, und 38,75 Taler, die wir dann auch im Spielverlauf noch brauchen werden. So, Aufgabe abgeschlossen. Wir sind jetzt Stufe 3. Guck mal, wie schnell das am Anfang geht. Du musst nach deinem Martyrium auf See ausgehungert sein. Wenn ich auch, ich verhungere gleich hier. Du hast Rationen dabei, aber du kannst dich selbst versorgen. Sammle Feuersteine und Holz und fertige dir ein Häutemesser. Ja, wo kann ich Feuerstein und Holz denn finden? Holz kannst du hier überall in Büschen finden. Feuerstein? Das sind die Felsbrocken am Strand, über die jeder stolpert. Sammle ein paar davon und fertige am Lagerfeuer das Häutemesser an. Okay, machen wir doch. Aye, aye, Sir. So, jetzt möchte ich aber erstmal gucken unter K. Wir haben nämlich jetzt hier 4 Punkte verfügbar unter Attribute. Wir können nämlich jetzt unser Schwert, beziehungsweise allgemein unsere Fähigkeiten, nämlich höher schrauben.
Ich weiß nicht, ich hatte nämlich jetzt in meinem ersten Spielstand, wo ich ja schon auf Stufe 9 jetzt bin, gut, das ist auch nicht viel, aber gut, bisschen schon gezockt, da habe ich hier erst die Stärke ganz hoch genommen, aber ich glaube, man sollte vielleicht alles mal so ein bisschen nacheinander, vielleicht gut, man sollte sich vielleicht schon irgendwie auch auf eins konzentrieren, ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau. Ich mache mal Stärke 2 und ja, Geschick haue ich auch mal 2 Punkte drauf. Und ja, somit werden wir halt immer stärker. Jetzt weiß ich nur nicht, wie war das unter Tab? Was haben wir hier denn? Feuerstein, gut, den können wir jetzt hier nicht reinmachen oder so. Was haben wir hier? Frischholz, das haben wir ja durch aus dem Busch bekommen, weil wir hier ja im Busch halt also das rausgeholt haben. So, hier haben wir unser Schwert drin, mehr haben wir noch gar nicht. Aber hier haben wir jetzt auch Ausrüstung, Hose des Duellanten. Da haben wir jetzt 16,5 Rüstung. Achso, das ist Rüstungswert einfach nur. Ich weiß gar nicht, wo sieht man denn noch, wie gut der einen jetzt irgendwie schützt. Ich glaube, das ist doch dieser Rüstungswert, ne? Da wir keine... Ach doch, wir haben eine an, aber die ist nur auf Stufe 1. So, wir sehen nämlich hier rechts, wir haben hier irgendwie... Jetzt sind irgendwo unter 13 Punkte, irgendwie die Hälfte, 6, 7, keine Ahnung. Ich hau jetzt einfach mal diese Hose hier rein. Ist ein bisschen höher gestiegen. Gut, und hier haben wir Stiefel noch. Da wir keine anhaben, kann uns das ja nur besser schützen jetzt. Ja, ist auch höher gegangen. Und sonst haben wir eigentlich nichts, was wir jetzt hier rein... Was ist das hier? Schwacher Trank der Gesundheit. Kann man den noch irgendwie hier mit rein? Genau, sehr gut. Das heißt, mit 4 können wir den noch nehmen. Und kriegen dann 255 Gesundheit wieder. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, Regenwurmköder, Fischköder. Ach, das brauchen wir bestimmt zum Angeln. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht geangelt. Und hier Schuss, Zwieback. Noch die Überreste können wir dann auch zum Essen nehmen. Und hier unsere kleine Ration, die jetzt, glaube ich, nicht so viel wirklich bringt. Aber gut. So, bevor ich diese erste Folge beende, machen wir einfach nochmal die nächste Aufgabe fertig. Stelle am Lagerfeuer des Wächters feilt folgendes her. Ein Häutemesser aus Feuerstein. Okay, wir haben ja Feuersteine, aber ich weiß nicht, ob die schon reichen. Wir brauchen Kohle da? Ach nee, Quatsch. Ach, hier links müssen wir gucken. Was sollen wir jetzt herstellen? Jetzt wird das schon wieder vergessen. Ach, ein Häutemesser, ja klar, genau. So, wo haben wir das denn hier? Hier haben wir es. Guck mal, wir haben ein Holz und wir haben 5 Feuersteine, brauchen einen davon nur. Das ist ja sehr gut, dann können wir das Ganze ja herstellen. Und wunderbar, das ist unser Häutemesser. Aktives Werkzeug wählen. Und wir haben es ausgewählt. Super. Jetzt weiß ich nur gar nicht, wie ist denn das? Ne, hier wollte ich gar nicht gucken. Wo haben wir denn das Häutemesser jetzt? Weil das ist ja hier unser abgewetztes Langschwert. Ach, hier unten ist... Ach so, ach, mit F3. Warte mal, wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt F3 drücke? Zum Angeln musst du deinen Angel ausgerüstet... Hä? Ich will doch nur das Schwert nehmen hier. Ich dachte, wenn man F3 drückt, kann man... Gut, da muss ich jetzt ehrlich sagen, bin ich ein bisschen noch ein Noob drin. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Ich habe jetzt gedacht, dass man das irgendwie... Es ist so ein halbes Blind Let's Play. Also ich habe, wie gesagt, bis auf Rang 9 gespielt. Aber auch ehrlich gesagt noch nicht so viel verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir reden nochmal mit Tahir Fayed. Das ist zwar kein hübsches Werkzeug, aber es erfüllt seinen Zweck. Immerhin. Geht es auf zur Wildschweinjagd. Oh, bin ich aufgeregt. Schließe folgende Aufgabe ab. Du warst einige Zeit auf See. Was hältst du von einem Wildschwein? Erlege ein Wildschwein im Gestrüpp hinter mir, um dein neues Häutemesser auszuprobieren. Danach bereite dir ein kleines Lagerfeuer mal zu. Ober, die Wildschweine wissen sich zu wehren. Aber der Lohn für die ganzen Mühen ist ein richtig gutes Essen. Und wir kriegen als Belohnung dafür einen Rüstungskoffer auf Stufe 1 und wieder Punkte und Taler, machen wir doch klar. Ja, ich habe auch Hunger jetzt, ich muss auf jeden Fall jetzt zum Wildschweinjagd. Ach guck mal, da haben wir schon eins. Das meint ihr, glaube ich, auch, ne? So, wir nehmen mal hier wieder unseren... Siehst du wohl, und schon haben wir das Wildschwein gekillt und jetzt müssen wir E drücken, damit wir es quasi, ja, wie nennt sich das? Damit wir halt, ja, das Fleisch, rausholen, wie auch immer man das nennt, keine Ahnung. So. 3 Minuten, was heißt das denn jetzt? Ich weiß nicht so ganz, was das unten mal bedeutet. So, aber das haben wir jetzt gemacht. Koche auf dem Lagerfeuer von Wächter Feiert eine kleine Ration aus der Kategorie Erholungsessen. Okay, das machen wir doch auch nochmal eben schnell. Wir gehen mal hier ans Lagerfeuer ran. Ich drücke mal E herstellen und wir machen hier eine kleine Ration. Dafür brauchen wir einmal Schweinefleisch und 2 haben wir aus dem Rindschwein bekommen. Ich stelle jetzt einfach mal eine her, weil die Aufgabe ist ja, eine herzustellen. Oder ich stelle jetzt 2 gleich, warum nicht, ne? Ich glaube, Schaden kannst du jetzt auch nicht. Wunderbar, gibt auch wieder 10 EP, sehr gut. Das haben wir auch gemacht, sprich mit Taillefeier. Das mache ich nochmal eben und dann mache ich aber einen Cut hier rein. Es mag zwar nur nach einer Kleinigkeit anmuten, aber die Jagd und die Zubereitung des eigenen Essens sind hier auf Eternum sehr wichtig. Mit vollem Magen schafft man.
Wunderbar. Wir haben den Rüstungskoffer erhalten. Dieser Strand ist nicht gerade einladend. Aber du darfst gerne die Siedlung Windkreis besuchen. Natürlich erst, wenn wir hier fertig sind. Ja, und was müssen wir tun? Nicht nur dein Schiff ist der Verderbnis heute zum Opfer gefallen. Die Siedlung Windkreis führt Buch über alle Wracks an dieser Küste. Ich dachte, du könntest mir helfen, Aufzeichnungen aus den Überresten der Schiffe zu bergen. Okay, und wir kriegen einen Bogen dafür. Geil. Das machen wir natürlich. So, die nächste Aufgabe ist Suche auf Schiffswracks nach Aufzeichnungen und Überresten. Auf jeden Fall machen wir das, denn wir waren, wie er schon sagte, nicht die Einzigen, die, ja, auf dieser Schiffsfahrt kurz vor der Insel dem Sturm, dem Opfer gefallen sind oder zum Opfer gefallen sind. Ich mach mal hier einen kleinen Cut rein, hoffe mal, dass, oder würde mich sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und ja, ich hoffe mal, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis in Folge 2 dann. Bis später. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.